Hey Leute, mal wieder herzlich willkommen bei Shrimp Paddle. Heute mit dem November-Vlog. Viel Spaß! Ja, so schnell vergeht die Zeit und wir sind auch schon im November angekommen. Es wird langsam wirklich, wirklich kalt draußen. Die Heizstäbe, je nach Becken, laufen langsam hoch. Ja, und dementsprechend soll es heute mal wieder einen Vlog geben. Vielleicht ein bisschen mehr Talkanteil heute, aber wir gucken uns heute auch die Dreier-Cube-Reihe drüben mal wieder an. An Bucephal Andras ist ein bisschen was am Blühen, vor allem die Mini Catherine. Kriegt wirklich viele neue Blätter, da werde ich demnächst auch mal dran gehen in meinem eigenen Video und mal Ableger mitmachen. Gerne mal mit reinschreiben unten, wenn Bedarf ist, mal so zu zeigen, wie man die Rhizome abtrennt und sich selber Ableger draus basteln kann. Wenn ja, mache ich ein Video dazu. Gerne unten reinschreiben. Ja, fangen wir mal für heute an. Erstmal vielen, vielen, vielen lieben Dank. Leute, ich muss echt sagen, ihr seid eine absolut geile Community. Ich ziehe meinen imaginären Hut für euch. Letzte Woche Sonntag kam ja wirklich kein Video, hatte gesundheitstechnische Gründe in der Familie, was aber mittlerweile schon geregelt ist. Also alles gut, auch wirklich einige, die geschrieben haben, gute Besserung, es ist alles in bester Ordnung. Vielen Dank für euer Verständnis. Es hat mich wahrscheinlich so ein bisschen mehr gefoppt, wenn ich es mal so sagen will, als euch. Bei mir war immer so der Ansporn, immer mindestens sonntags ein Video. Das habe ich jetzt schon fast 2,5 Jahre durchgezogen. Das war auch so ein Zeitraum, wo ich wirklich stolz drauf war. Dementsprechend wirklich in der einen Woche zu sagen, es geht nichts mehr, ich kann kein Video drehen. Ich werde da wahrscheinlich im Halbschlaf irgendwie hin und her geduselt. Das hätte ich euch auch nicht zumuten wollen. Habe ich mich dazu entschlossen gehabt, mal ausnahmsweise kein Video zu machen. Der YouTube-Algorithmus ist eh relativ undankbar, muss ich sagen, dieses Jahr. Von daher tangiert es mich jetzt nicht so schlimm. Mit Herzleid für euch, dass ihr kein Video hattet, aber wie einer schon drunter geschrieben hatte. Ich glaube, da gucken, was ihr geschrieben habt. Ich glaube, ich kann es noch wiedergeben. Dann gucken wir halt 5 alte Videos lieber, aber kümmere du dich um deine Familie, so ähnlich in dem Wortlaut. Danke nochmal an euch. Ihr bekommt erstmal vorab nächste Woche Donnerstag ein Sondervideo, das habe ich angekündigt, das möchte ich auch machen, so ein bisschen, um das Ganze zu entschädigen, wenn ich es mal so beschreiben will. Ihr kriegt ein Video zur Shirakura-Produktlinie, da hatte ich ja letztens mal die Frage in die Runde gestellt, ob da Interesse zu wäre, sprich, ihr bekommt nächste Woche Donnerstag ein Komplettvideo zur Shirakura-Produktlinie, was es so gibt, was man mitmachen kann, was ich empfehlen kann und ansonsten dann halt wieder die normalen Videos sonntags über, das sollte jetzt wieder problemlos klappen. Als auch, um euch vielleicht noch ein bisschen so ein Dankeschön mit dazu zu geben, als auch vor allen Dingen auch zusätzlich noch meinen Kanalmitgliedern habe ich mich dazu entschlossen. Ich werde in Zukunft am Ende der Videos so, ich muss noch mal gucken, wie ich das mache in meinem Fotoprogramm, denke ich mal so eine schöne Aquarienaufnahme mit reinpacken, wo ich euch allen für die Möglichkeiten, die ihr mir gebt, bedanke. Beziehungsweise auch gerade den Kanalmitgliedern, sprich die Kanalmitglieder werden drinstehen mit Name einmal, also Username, als auch wie lange sie schon Kanalmitglied sind, um da vielleicht auch zusätzlich nochmal das Dankeschön für auszudrücken. Viele Kanäle machen es so, sie sagen, schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr da genannt werden wollt. Ich mache es einfach umgekehrt, weil ich sehe, dass viele das möchten, dass ihre Namen dastehen. Wenn ihr nicht möchtet, dass euer Name dasteht als Kanalmitglied, schreibt mir eine E-Mail an die Shrimp-Paddle-E-Mail, steht unten in der Infobox mit drin. Ansonsten werden sich da in Zukunft immer am Ende der Videos die Kanalmitglieder sehen. Ich denke, das ist auch so ein bisschen was ich euch zurückgeben kann. Wie gesagt, getrennten Content möchte ich nicht machen, weil ich möchte nicht, dass hier irgendjemand zu kurz kommt. Aber trotzdem in der Form nochmal danke an euch und vielleicht auch an zukünftige Kanalmitglieder. Ja, was gibt es Aquaristiktechnisches? Ja, Shirakura-Produktlinie, da habe ich mich nochmal mit dem Carsten Logemann kurz geschlossen, mal so ein bisschen geguckt, was es da noch so gibt. Gibt es hier und da auch langsam Produktumstellungen, sprich vielleicht auch Veränderungen. Ich möchte jetzt nur viel erzählen, aber das kommt dann auch nochmal in einem Video über Shirakura. Das Gespräch fand ich wirklich auch sehr, sehr interessant zu der Thematik, weil ich wirklich auch ein riesen Shirakura-Fan bin. Gerade auch durch diesen schönen Bericht damals in dem Buch Faszination Bienengarnelen, falls das jemand gelesen hat. Wirklich ein echt schöner Bericht über den Herr Tagayuki Shirakura, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ja. Ansonsten aquarientechnisch, das Hawaii-Garnelen-Projekt zieht sich immer noch ein bisschen hin, bis ich meine Blue Tigers endlich an meinen Bekannten abgeben kann. Ich bin auch immer noch am Hin und Her sondieren, was ich mit den ganzen Bucephal Andras mache.
Ein Teil werde ich vermutlich verkaufen. Wenn auch wieder die Anfragen kommen, werde ich dann in den Instagram-Stories mit reinpacken. Ich denke, 2, 3 von den Buscifalantras werde ich noch mit ins Fluraquarium packen, wenn wir dann die Bolbitis nochmal zurückgeschnitten haben. Als auch vielleicht drüben nochmal bei den Yellows, da könnte ich mir noch an 1, 2 Stellen ein paar Buscifalantras vorstellen. Aber man muss schon echt mittlerweile sagen, da ist einiges zusammengewachsen. Also da ist ja die Crocodile mit drin, da ist noch hinten eine Tatsache lebende Skeleton King mit drin, die auch wieder recht viele neue Blätter kriegt, auch wenn sie nicht riesig sind. Die Blue Metallic, irgendwas schlag mich tot, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Crocodile, Wavy Green, Lamandau Purple war auch noch mit drin, dann noch irgendeine Mini-Blatt-Variante, weiß ich gar nicht mehr, wie die hieß. Da muss ich wirklich gucken, wie ich mit dem ganzen Kram da noch unterkomme. Ja, an dem strahlenden Becken hinten kann man vielleicht sehen, ich habe eine neue Röhre mal mit reingepackt. Die letzte hat jetzt einen Abgang gemacht nach knapp 2,5 Jahren. Ja, 2,5 Jahren ist jetzt wieder eine JBL Nature Daylight ist das, glaube ich. Also man kann schon sehen, grün kommt definitiv noch gut zur Geltung. Auch die Tiere relativ aktiv von der Farbe her. Und das Moos wächst auch schön, also von daher kann man nicht meckern. Mr. Krabs, ich denke noch an dich. Du kriegst demnächst auch noch ein bisschen was von dem Moos ab. Ja, in dem Becken wird sich demnächst noch was tun. Ich werde wieder ein bisschen aufstocken, da freue ich mich auch drauf. Da fahre ich demnächst zu meinem Fischhändler des Vertrauens. Ich denke, ich werde einiges noch an Panzerwelzen machen. Es sind mittlerweile nur noch 8 Tiere. Es waren mal original 15, 16 so über den Daumen, 4 verschiedene Arten. Jetzt sind es mittlerweile nur noch Metallic und Smaragdpanzerwelze und ein Albino-Tümpel, glaube ich, noch irgendwo rum. Da möchte ich definitiv wieder aufstocken. Dann mal gucken, ob ich vielleicht den Stamm von den Asbestbärblingen noch ein bisschen aufstocke. Aber da kommt noch ein bisschen was mit dazu. Ja, Weihnachtsgewinnspiel ist in Planung. Auch dieses Jahr wieder, falls die Fragen auftauchen. Da bin ich noch ein bisschen am gucken, was man machen kann. Ich habe da schon eine Idee, so in eine grobe Richtung. Möchte aber noch nicht zu viel verraten. Aber da kommt definitiv auch dieses Jahr wieder was. Da könnt ihr gespannt sein. Ansonsten demnächst, um vielleicht so einen leichten Sneak Peek zu geben. Es kommt noch Videos zur Thematik Mulm, als auch Heizstäbe, / Heizen im Winter. Das sind so die nächsten Videos, die geplant sind. Und eventuell nochmal wieder ein Update zum Blue Bolt Becken, wenn dann auch wirklich dieser Rückschnitt, das Abtrennen von den Rhizomen ist. Ja, wenn bei euch Bedarf ist, wie immer, ich kann es nur sagen, ich kriege ja regelmäßig mal Anfragen über Instagram. Wenn ihr Ideen oder Wünsche zu einem spezifischen Video habt, gerne unten reinschreiben. Natürlich möglichst Sachen im machbaren Bereich. Also, falls jemand fragt, ob ich jetzt ein Video über Diskusfische machen kann, wird ein bisschen schwierig. Alles ein bisschen klein. Halt Sachen, die im wirbellosen technischen Bereich sind, wenn wir es mal so beschreiben wollen. Ja. Dann mal noch vielleicht eine Frage an euch. Ich bin momentan so ein bisschen in der Suchphase für ein zukünftiges Projekt. Vielleicht hat da jemand eine gute Anlaufstelle. Bitte, bitte, wenn es geht, nur Online-Shops, nichts über Privatinserate und sowas. Ich möchte das wirklich gerne über einen Shop lösen. Kennt jemand von euch einen Shop, der sehr, sehr viele Anubias-Arten im Programm hat? Also die meisten Shops, wo ich jetzt geguckt habe, gab es so 4, 5 verschiedene Anubias-Arten vorrätig mit dazu zusammen. Bringt mir nichts, wenn die Seite 30 verschiedene Anubias-Arten aufgebildet hat, aber vielleicht nur 5 liefern kann. Wenn ihr jemand vielleicht eine Quelle für hat, irgendeine Aquariengärtnerei, sonst irgendwas, wo man online mal nachgucken kann, gerne einen Link unten mit reinpacken, da wäre ich sehr dankbar für. Wie gesagt, bezieht sich hauptsächlich aufs Thema Anubias-Arten. Vielleicht auch ein bisschen seltenere, dürfen auch schon durchaus ein bisschen was kosten, also das ist nicht das Problem. Aber irgendwie, entweder wollen Google und ich momentan nicht so, aber ich finde da keine richtige Anlaufstelle für. Deswegen gerne mal unten reinschreiben. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal rüber an die Dreieck-Cube-Reihe und schauen mal, was da heute so vor sich hertümpelt, was es da so gibt. Da sind wir auch schon an der Dreieck-Cube-Reihe. Fangen wir mal wie immer von links an. Alles unverblümt, unverschönt, nicht gereinigt. Wasserwechsel 1,5 Wochen her. Und wir schauen mal rein. Wir sehen einmal das brachial wachsende Moos. Ich habe es gefühlt das letzte Mal so auf den Klumpen ungefähr runtergehauen. Jetzt nach knapp 3 Wochen ist er fast wieder genauso groß wie vorher. Also das ist ja noch original das Moos, was auch im Gesellschaftsbecken ist.
wenn das wachsen will, wächst, wie es will. Also da muss man echt hinterher sein. Ich sag mal, wenn ich jetzt hier einen Monat lang keine Pflege reinstecken würde, wäre es wahrscheinlich irgendwie so eine Kugel insgesamt. Wie ihr sehen könnt, sehr, sehr viele Garnelen. Wir haben im Prinzip keine nennbaren Ausfälle. Das sind praktisch die Junggenerationen, wo dieser Dreierschwung von drei Weibchen auf einmal kam. Alle quietschfidel, wachsen, wie sie sollen, schön langsam. Heizer hinten dementsprechend runterreguliert. Bulbitis möchte auch schon wieder geschnitten werden. Die kleinen Triebe, die hier unten sind, die müssen bald mal weg. Aber ansonsten habe ich sie jetzt eigentlich recht gut im Zaum. Das funktioniert. Filter hatte ich das letzte Mal auch mit sauber gemacht. Das hält auch erstmal noch. Bin ehrlich gesagt im Überlegen, ob ich die Oxidatoren aus den Neocaridina-Becken komplett verbanne und nur noch in den Caridina-Becken lasse. Ich glaube, den habe ich dieses Jahr auch realistisch gesehen vielleicht nur zweimal befüllt. Also ist er, ja, lasst es mal 6 bis 8 Wochen gewesen sein, dass der gelaufen ist, wenn es hochkommt. Dann haben wir das Basic-Aquarium. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass, wenn man es mal vergleicht, das eine Becken einen Gelbschimmer hat und das andere auf einmal wie ein Blauschimmer, aber die Beleuchtung letztendlich hier oben drüber ist genau dieselbe. Immer wieder interessant, was die Pflanzen auch so an Lichtwirkung haben. Ja, es war einiges an Blüten da. Man sieht auch hier und da noch ein paar vereinzelte unten mit drin. Und wie ihr sehen könnt, gerade aus dem Winkel sieht man es. Hier kann man überall astreine Rhizome abtrennen. Überall, wo sie oben aus der Krone rauswachsen. Also ich sag mal, da könnte man vorneweg 6, 7, 8 Rhizome rausnehmen. Hinten wächst auch das besagte Moos wieder weiter. Das wächst fast so ein bisschen wie eine Schlange, die über den Boden kriecht, so könnte man es beschreiben. Da bin ich aber auch hinterher, weil ich glaube, wenn man das nicht im Zaum hält, vermehrt sich das ähnlich wie das andere Moos, nur halt in längerer Triebform. Ein Weibchen aktuell tragend, wird aber noch ein bisschen dauern. So, im Video sieht man jetzt gefühlt nur eine Garnele, also aktuell sind es so ungefähr 16 bis 18 Tiere. Ich hatte ja noch mal zwischenzeitlich welche abgegeben. Hier und da sieht man sie. Ich habe jetzt mal ausnahmsweise fürs Video nett angefüttert, um es ein bisschen realistischer zu halten. Und dann gehen wir auch zum Becken, wo man gefühlt nie eine Garnele sieht, aber dreckige Scheiben. Hier hatte ich mal noch von der, oh, jetzt verwechsel ich es wahrscheinlich wieder, Hornkraut, grüne Hanixe, Hornkraut war es glaube ich, einen Trieb mit rein, weil wir noch ein bisschen Algenschwung hatten, aber mittlerweile echt im Zaum. Die Bucephalantras, die Mini Catherine, funktioniert auch alles prima. Man merkt auch mittlerweile, dass sich die Pflanzen echt eingelebt haben. Also mal durch die dreckige Scheibe ein bisschen zu zoomen. Also mich fasziniert echt immer wieder diese Farbpracht. Ich meine, guckt euch das mal an. Ihr habt fast pinkfarbene Rhizome und dunkelgrüne Blätter. Das sieht im Verhältnis so geil aus. Oder hier unten orange-bräunliche Rhizome. Auch hier wieder so rosafarben fast. Hinten das Orange Tip. Fühlt sich mittlerweile auch wohl. Man sieht auch schön die orangenen Spitzen an den frischen Trieben. Das funktioniert auch gut. Das hinten sieht nach relativ viel Mulm aus. Aber wenn man sich es vielleicht auch mal im seitlichen hier anguckt, das ist irgendwie nur eine Ablagerung, die vorne großartig dran ist. Im tieferen hinten ist fast gar nichts. Ja. Paradebeispiel dafür. Ich sehe halt wirklich fast keine Garnele. Da hinten oben schlummert eine drin, vermutlich. Man sieht sie ganz, ganz schwach. Sieht man sie? Ja, denke schon. Ungefähr. Da. Ja, die leben sich aber so langsam ein. Auch die Schwimmpflanzen funktionieren mittlerweile gut. Ich denke, man kann es auch hier ein bisschen auf dem Vergleich erahnen. Relativ hell und das kriegt langsam so ein bisschen eine Schattierung rein. Aber da muss ich definitiv mal die Scheiben sauber machen. Ich denke, ich werde demnächst auch mal wieder einen großen Schwung Geweihschnecken holen. Ein paar sind jetzt nach 4, 5 Jahren altersbedingt gehimmelt. Da müssen definitiv wieder ein paar rein. Normalerweise strebe ich in den 30er-Bänken so circa, ja, mindestens 6 Schnecken, idealerweise 8 bis 10 an. Ja, funktioniert alles tadellos. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit den Bänken. Kann man im Moment echt nicht meckern. Die gehen jetzt erstmal in die Winterpause. Und dann bin ich vor allen Dingen auch mal gespannt, wie es dann so im Januar, Februar, vielleicht auch gerade bei den Yellows hier drüben mal mit der Vermehrung weitergeht.
Ja, dafür, dass der Pflegeaufwand sich wirklich so in Grenzen hält, kann man da drüben an den Becken definitiv nicht meckern. Ich werde mal in nächster Zeit noch gucken, gerade auch in dem Yellow-Becken, was ich noch so machen kann mit vielleicht dem Bucephalantras aus dem Blue-Tiger-Becken. Ob ich da vielleicht rechts hinten noch eine Wurzel hinpacke oder einen größeren Stein und vielleicht nochmal so einen leichten Bucephalantra-Hangaufbau hinten mit nach hinten mache. Ich will es nicht zu abgedreht machen, weil wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr das Becken neu machen müssen, sprich den Soll komplett tauschen. Wenn ich mich dazu auf zu feste Aufbauten festsetze, mache ich es mir nächstes Jahr eigentlich nur unnötig schwer, aber so vielleicht bin ich mal... Mein Vorräten muss mal gucken, was ich noch da habe. Irgendwie ein Stückchen gerade Wurzel finden und dann so von unten nach oben so klein nach großblättrige Variante Bucephalantras draufsetzen kann. Wäre natürlich auch ein schöner Anblick und ein super Weidegrund für die Tiere. Ja, wie gesagt, schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare mit dem Thema mit Nanubias, was ich vorhin angesprochen habe. Ansonsten gerne auch Videoideen, falls ihr irgendwelche Wünsche habt oder Anregungen. Ich habe da so eine kleine Google-Dokumentliste, die ich mir als weiter auffülle mit Ideen für die Zukunft. Gerne unten mit reinschreiben, wenn was ist. Ansonsten hoffe ich wie immer, dass euch das Video sehr gefallen hat. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst das Abo nicht, aktiviert die Glocke, Leute. Und wie immer, schönen Sonntag noch. Ciao, bis dann.